Wir machen jetzt ein Drag Race. Auf einer Strecke von 400 Metern treten der iXM60 und der X6M Competition gegeneinander an. Die Fahrer sind Patrick und Sönke. Außerdem testen wir hinterher noch die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h und von 100 auf 200 km/h. Sönke und Patrick sind jetzt wieder da. Die sind ja am Anfang gegeneinander gefahren und danach haben wir die exakten Zeiten genommen. Die vergleichen die gerade schon ein bisschen. Hören wir uns doch jetzt mal an, wie es ausgegangen ist. Sönke, Patrick, jetzt hast du deine Revanche. Ja, endlich. Sag an, was sind deine Zeiten? Also, der M60 ist ja voll brutal. Aber ja, wir sind vorhin gefahren und ich hätte nicht gedacht, dass der gewinnt. Also es ist eigentlich logisch, der M60 war, glaube ich, 0-100 schneller als der X6M. Genau, also ich habe jetzt genau gebraucht 3,59 Sekunden auf 100. Damit sogar unter der Werksangabe von 3,8 durch die Launch Control eben. Boah. Wie schnell warst du? 3,93. Wir haben übrigens auch einen Run mit 3,88. Den haben wir aber nicht aufgezeichnet, deswegen lassen wir den mal außen vor. Herstellerangaben sind 3,8. Genau, da sind ja beide identisch. Ja. Puh, aber 3,5 sagst du? Das ist schon heftig. 3,59. Das ist schon... Na gut, mit der Launch Control, er hat so ja schon ein brutales Drehmoment von 1015 Newtonmetern. Ja. Wenn ich die Launch Control aktiviere, hat er 1100 Newtonmeter. Ja, das ist der Overboost-Modus. Genau. Der steht ja 10 Sekunden lang zur Verfügung. Genau. Merkt man das, wenn die 10 Sekunden vorbei sind? Ist das dann so ein abruptes... Ganz ehrlich, also... Bis zum Ende der Strecke waren es etwas über 10, knapp 11 Sekunden. Ja. Da hat man dann wirklich das Ende der Bahn im Kopf und merkt nicht mehr wirklich. Man denkt schon ans Bremsen, geht schon auf die Bremse. Ja. Die 400 Meter Zeit, sag mal? 400 Meter hat er geschafft in 11,69. Ich bin bei 11,88. Das ist auch nochmal ein Stück schneller dann. Ja, also das ist schon verdammt schnell. Ich habe mal gelernt, ich glaube, alles unter 11 Sekunden, so in Richtung 10, ist halt ultra schnell. Mhm. Also wäre auch cool. Sind beide. Ja. Aber trotzdem halt hier, jetzt wenn ich diesen Overboost-Modus noch anhabe, da steigt halt nochmal die PS-Zahl von 540 auf 619. Damit sind wir fast hier beim X6M. Ja, der X6 hat 625. Genau, deswegen, da sind wir fast gleich. Er wiegt nochmal knapp 300 Kilo mehr, also bringt nochmal ordentlich was mit, aber halt eben das Drehmoment. Er muss nicht schalten, ja. Die Power ist konstant. Also da, der zieht einfach durch. Ja. Wir haben das ja neulich schon mal gemacht, haben den Test gemacht mit dem X5. M-Competition gegen den iXX-Trail 50, den wir auch noch mal hier stehen haben. Ja, das steht da. Ja. Da hatte ich keine Chance, also da habe ich wirklich nur noch den Rücklichter gesehen. Ja. Aber mit dem M60, da kann man wirklich mit so einem Competition wirklich standhalten. Jörn hat sich gerade in dem Auto versteckt. Übrigens den 50er, den fahren wir gleich noch mal gegen den M60, um da auch noch mal die genauen Werte zu haben, denn ihr habt gesehen, wir haben so eine schnieke Racebox uns angeschafft. Da können wir jetzt also auch mal ein bisschen fachsimpeln und genauere Werte ermitteln. Aber ansonsten, boah, krasse Autos, ey. Ja, jetzt haben wir gesehen, der iX kann es mit dem M-Competition aufnehmen. Und wie? Und wie.
Das war das Video auch schon. Sagt gerne nochmal, welche Autos wir noch gegeneinander antreten lassen sollen. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es gerne und lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die natürlich auch gerne in die Kommentare. Und für mehr Infos zu BMW und Mini abonniert den Kanal.